Recht herzlich willkommen zur 173. Folge von Towns. Ja, wir sind wieder zu Gange hier, haben letztes Mal die Mauer ja noch ein bisschen dran gemacht. Hier, dieses war ja diese Palisade, die schützt vor nix, hat man festgestellt. Da müssen wir auch mal dran arbeiten, aber ja, machen wir einen anderen Tag, ne? Oder wie ist das? Jetzt ist hier die Frage. Ich glaube, das sieht jetzt tatsächlich so aus, als ob die was weggenommen haben, ne? Und sind da Steine, die da hin sollen? Oder was? Ich weiß es nicht. Ich lösche das mal gerade. Ja, das war jetzt nicht der Weg, dass es gelöscht wird. Also hier muss ja definitiv zwei Steine hin. Muss ich hier löschen? Ah, ich muss da löschen. Alles klar. Dann wählen wir wieder Steine aus, weil da brauchen wir ja definitiv Wände. Weil das Hütchen muss hier jetzt mal eine Wand kriegen, ne? So, dann ein höher. Okay, dann klappt das schon. Da muss dann auch eine Wand hin. Und dann würde ich mal sagen, oh, super, klappt wieder richtig gut. Ist wieder abgewählt, weil auch falsch war, ne? Definitiv. Wenn er so ist, dann kannst du es gleich knicken, ne? Warum macht er das jetzt? Ich will das nicht so. Warum will der jetzt hier... Hallo, ich möchte eine Wand haben, mein Guter. Und nicht irgendwie sowas jetzt hier. Das läuft doch wieder falsch. Was ist das für ein Shit auf Deutsch gesagt? Jetzt haben sie es wohl verstanden. Gut, jetzt haben wir die drei Steine dann erst und dann geht die Wand darüber oder wie. Ist die Frage, ob die Wand dann da ankommt? Keine Ahnung. Die kommt dann da raus. Super. Dann würde ich sagen... Kreide es erstmal so an, dass da was passiert. Sehen wir dann. Hier war ein Tor, ne? Da wollen wir durch. Obwohl das noch nicht so ganz klar ist. Und hier ist jetzt die Frage... Kommt da noch ein Stein hin oder nicht, ne? Ach so, da sind wir schon so. Wo war denn das Tal jetzt mit der Mauer? Ach, die ist höher, okay. Es ist weg, ne? Auch schön. So, machen wir erstmal bis dahin so. Dann wird da ein Stein gebaut. Und dann ist, oh, guck mal, da kommen wir sogar da raus, wo wir vielleicht hinwollen. Müssen wir gucken. Und da können wir schon mal bis dahin ziehen. Und da machen wir auf jeden Fall, obwohl da müsste es ja dann durchgehen bis da, ne? Gut, das läuft dann da. Und hier. Geht die Mauer ja. Oh, jetzt hat er das wieder gemacht, ne? Sehr schön. Freue ich mich richtig drüber. Bin ich jetzt in der falschen Ebene dadurch, oder was? Nein, ich möchte nicht, dass es so ist. Wie kann es dann sein, dass ich ihm sage, ja, ich möchte hier eine Mauer bauen? Guck mal, das hat er schon wieder gemacht. Schade, ist ein Bug. Wir können niemandem sagen, dass er den Bug abstellen soll. Das ist krass, oder? Könnt's ja verstehen, wenn es jetzt hier... Ah, guck mal, jetzt funktioniert's, ne? Aber jetzt ist auch noch die falsche Stelle. Super, oder? Nochmal das. Und jetzt da die Mauer hin. So, zack, jetzt hat's geklappt. Und... Dann da bis nach da eigentlich. Machen wir erstmal bis da. Die zwei Radieschen sind da. Die weiß ich nicht, ob die bei uns angebaut sind oder ob die wild sind. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Hier wird schön gebaut. Ja, hier.
Na, kein Stein ausgewählt. Muss definitiv sowieso zwei Steine drauf. Da auch. Und hier müssen wir nachher gucken, wie weit es dann ist. Aber ich glaube, da muss auch sowas hin. So, der Michael hatte mir geschrieben, dass ich hier mal gucken soll, dass ich auf jeden Fall einen Aufgang mache, ne? Das bedeutet, wir machen da erstmal einen Stein hin und dann machen wir da zwei Treppen dran, dass es nach oben geht. Gut. Weil es so schön ist, machen wir das hier auch. Und da vielleicht auch. Gut. Müssen wir mal gucken, wann es soweit ist, dass das klappt. Und schon wieder abgewählt, okay. Da da ein Stein ist, kommt da auch die Treppe hoch hin. Wenn es da vielleicht auch höher sein muss dann. Gut, die sind definitiv hier beschäftigt. Und wie sieht es hier eigentlich in unserem Häuslein aus? Unser Treppenhaus. Könnte vielleicht funktionieren. Hier haben wir jetzt... Die gehen da rum und dahin, ja. Und ich weiß es nicht. So, der geht dahin. Dann geht man über diese zwei. Das würde bedeuten, wir müssen noch auf der anderen Seite auch noch einen haben. Geh mal zurück, geh mal auf Holz. Also ich würde jetzt sagen, wir brauchen hier noch einen Stein. Weil da muss er hoch, oder? Ja, ich glaube schon. Dass Treppenhaus hier richtig funktioniert, ist eine gute Frage, ne? Okay, hier ist schon alles abgebaut. Da ist schon ausgewählt, auch zum Abbauen. Genauso wie die Reihe hier vorne. Läuft also. Holz. Wie sieht es denn hier jetzt gerade aus mit der Dingen? 76. Ja. Können ein bisschen mehr werden, ne? Was macht er da? Pause? Sieht so aus, ne? Was macht der Keller? Wie viele Freunde haben wir hier drin, ne? Da läuft einer, zwei, drei, vier. Hier ist keiner vor der Tür, also machen wir die zu. Und da ist nicht wirklich auch einer vor. Läuft. Hier ist noch gar keiner reingelaufen, aber die Tür ist auch zu. Mach mal Unlock. Und dann machen wir Close and Lock. Jetzt müssen die da noch reinlaufen, ne? So, wir hatten das offen gelassen, damit die vielleicht mal da was rausholen. Ah, die wissen jetzt auch gar nicht, was sie machen sollen. Na doch, sie laufen gerade weg. Ein anderer kommt. Ja, da sind zwei vor der Tür. Einer läuft gerade rein. Super. Und wenn der zweite drin ist, machen wir zu. Wäre schön, wenn er nur reinläuft. Macht er gerade nicht. Er pennt davor. Jetzt ist er weggelaufen. Komm, mach zu. Mach auf. Oh, jetzt habe ich das Falsche geklickt. Na super. Egal. Unlock an Open Door. Add Patrol Point. Truppe Südwest. Läuft. Ist einer oder mehrere? Scheint nur einer, ne? Ja, zwei sind es jetzt. So, die beiden kämpfen. Wunderbar. Haben wir hier wieder freigemacht. So. Unlock. Add Patrol Point Südwest. Okay, jetzt kommen mehrere. Das ist schon mal gut. Remove Patrol Point Südwest.
kommen die nächsten. Ja. Zwei greifen an. Oh, das wird ernst. Jetzt sind sie zu dritt, aber nur noch zu zweit. Okay, da kommt Nachschub, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ah, jetzt geht's, glaub. Waren das schon alle? Nee, ich glaube, ist keiner mehr da, ne? War schon alle geschlagen. Okay. Mach den erst weg. Ach so, da hat einer was weggeräumt, alles klar. Das war jetzt auch riskant, was wir gemacht haben, ne? Wir haben die Türen gar nicht abgeschlossen. Okay, dann lass es einen Moment offen. Ne, die ist locked. Und die auch, passt. Dann sollen die da erst was wegräumen. Wir brauchen sowieso hier eine neue Tür. Jetzt ist die Frage, wie wir das managen. Wo bauen wir die Tür hin? Die muss jetzt erstmal weg. Damit wir eine neue reinbauen können, ne? Table, Door. Komm, bau die da hin. Und vielleicht nimmt die dann einer weg. Kann auch sein, dass gleich eine neue kommt, ne? Ne, die wird gerade weggeholt. Super. Dann können wir da eine neue bauen. So, irgendwo. Ah, hier wurde abgebaut. Alles klar. Das ist ja auch nicht verkehrt. Das wollten wir ja, ne? Und dann können wir da auch eine Kerze hinstellen zum Beispiel. Besser ist das. Gut, da kommen noch welche. Sind aber Soldaten. Gut, haben wir. Hier soll das Plateau weg. Passiert aber auch noch nicht. Wie sieht's mit der Heaviness aus? Bleibt gerade tapfer bei 76 stehen. Essen, was macht das? 12 Brote, Äpfel, Birnen, 3 Kuchen sogar schon. Nicht schlecht, hier ist auch ein Bananenbrot. Läuft, ne? Ja, die Schweinchen sind hier irgendwie noch rot, ne? Meat Pick oder Wild Pick? Haben wir nicht auf der Karte oder was? Das ist ein Eber. Und den kann man da nicht reinsetzen, oder was? Hm, komisch. Da ist auch einer. Boah, ein Wildschwein, oder? Hm. Da laufen die Steine durch die Gegend, das ist auch gut. Hier geht's weiter. Dann kommt er da hin. Jo, passt. Dann gehen wir gerade zurück. Und mach das mal so. Wohin bis da? Ne, bis da müsste reichen, ne? Da läuft's. Wo läuft der denn hin mit dem Stein? Okay. So. Da sind alle da. Hier muss definitiv mindestens nur einer drauf, wenn nicht sogar. Ich mach mal 3 vorsichtshalber. Der könnte sein, dass der reicht, ne? Ja, der reicht, glaube ich. Da ist 2. Ja, sollte sein. Ah.
D2. So, bis dahin ist die Wand. Dann müssen wir da noch zwei machen. Da muss auch noch ein zweiter drauf, aber das ist nicht gewählt wegen dem Abgang, ne? Oder komm, können wir machen. Oben drauf steht sowieso keiner. Ja, jetzt ist hier wieder einer zu machen. Da. Das ist, glaube ich, passend, ne? Ja, müsste so sein, dass das funktioniert. So, da muss, glaube ich, noch was drauf. Irgendwann werden wir es sehen, ne? Das machen wir zu. Und hier muss definitiv da was hin. Machen wir ruhig. Ach, das ist erstmal einstufig noch, ne? Dann muss das bestimmt bis dahin, wenn nicht sogar noch weiter. Nee, das reicht wohl. So, hier muss bis dahin. Geht. Die Kante ist gemacht. Da noch zwei hin. Da ist die Mauer sowieso schon passend hoch. Da wäre sie da schon hoch genug. Na, das mal so. So. Da muss definitiv auch noch einer hin. Und da würde ich sagen, muss es auch noch so. Ja, da müssen definitiv auch so zwei hin. Und dann machen wir das hier noch. Bis dahin. Einer weniger hat gereicht, aber machen wir so trotzdem. Und da machen wir mal lieber zwei noch hin. Ich weiß nicht, wie es muss, aber da wird es wohl auch so sein. Gut. Ja, da müssen wir gucken, wie wir dann weiterbauen. Ach so, Stein ist noch ausgewählt, ne? Machen wir da lang. Ja. Da lang. Ja. Da lang. Ja. Und dann, ja, gucken wir mal später, wie wir es machen. Lassen wir erstmal, da ist genug gebaut. Hier müssen wir weiter gucken, wie es da an der Schrägen ist. So, da muss, glaube ich, hier noch einer hin. Und definitiv hier. Und dort müssen zwei hin. Da auch auf jeden Fall. Und da natürlich auch. Und da müssen erstmal welche hin und dann gucken wir da weiter. Hier sieht das alles soweit gut aus. Ich weiß nicht, ob die sich hier dran rummogeln können, aber ich glaube eigentlich nicht. Hier haben wir noch eine offene Flanke. Lassen wir aber erstmal so. Ich glaube, da sind sie jetzt schon weiter mit der Hauswand. Oh. Haben sie doch tatsächlich schon so weit gebaut, dass wir das zumachen können weiter. Da geht's schon mal bis dahin. Und dann müssen wir schalten. Weiter schauen, wie wir darüber machen, weiß ich noch nicht. Aber ich denke mal, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.